Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA. Ich sag gleich zum Anfang mal raus, wenn sich die Qualität irgendwie ändern sollte, dann schreibt es bitte, weil ich habe jetzt mal neue Einstellungen eingetroffen, mit der ich hoffe, dass es schärfer aussieht. Falls es denn nicht der Fall ist und es sieht schlechter aus, dann schreibt es bitte. So, dann spielen wir es auf jeden Fall weiter. In der letzten Folge, gegen wen haben wir nochmal gekämpft? Das war ja Barcelona. Wir haben ja besiegt. Und jetzt spielen wir gegen Bochum. In der Bundesliga. Los geht's, würde ich sagen. Als ganzes Team steuern, ja. Das ist ja... Basierend auf jüngsten Spielleistungen, präzise Elfmeter. Schieße durch die Lücken zwischen den Figuren. Für getroffene Ziele gibt es Extrapunkte. Vorsichtige Bewegungen. Ja, ich probiere es einfach. Ja, ich habe... Das ist ja eigentlich nicht ganz so schwer. Also ins Tor reintreffen. Und noch drauf. Ich schaue jetzt mal nicht auf die Anzeige. Ich mache das jetzt mal nach Gefühl. Jetzt. Das war... Ich habe jetzt das Ziel nicht getroffen, alles klar. Jetzt. Perfekt. Das war viel zu früh. Jetzt. Ja, das passt ja. So, jetzt würde ich sagen, spielen wir los gegen Bochum. Er wird heute im Fokus stehen. Denn im letzten Spiel war er für 4 Tore verantwortlich. Ist er auch heute so gut drauf? Bleiben Sie dran, wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Gut, dann stehe ich heute im Mittelpunkt. Liebe Fußballfans, willkommen hier zu diesem Spiel. Spieltag 5, Bundesliga. Wolfuß und Frank Buschmann. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Bayern München. Was sind denn die Ziele von heute? VfL Bochum. Es gibt Freundschaftsspiele, da spürt man, es ist einiges drin. Und das hier ist so eine Partie, könnte sehr interessant werden. So, los geht's. Die Bayern mit dem Anstoß. Ah, Bochum rennt direkt auf mich zu. Alter, wo passt denn du hin? Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Wo passt... Alter, Bochum! Müller, da hat er den Ball verloren. Bochum, Alter. Die gehen ordentlich auf Angriff, du. Platz für Serge Gnabry. Thomas Müller. Und er schießt. Oh. Wenn sie in Führung gehen können, fuck. Gehen müssen. Ja. Sehe ich ganz genauso, war natürlich eine Riesenchance. Ja, ich habe zu steil geschossen und schon zu weit rüber. Ja. Komm, schieß. Ich habe zwar heute ein bisschen mehr Zeit vor der Arbeit, aber morgen auf jeden Fall viel mehr. Ich werde auch nochmal bei meinem Super Mario Let's Play sagen, wann diese... Wenn die... Oder was? Achso. Werde ich nochmal sagen in der Folge, weil ich habe ein paar vorproduziert von Super Mario 3D World. Und wenn sich da die Qualität ändert, das sage ich dann im Part nochmal. Weil ich mit den Einstellungen, die ich jetzt mache, mal schauen, ob das funktioniert überhaupt. Ich hoffe doch. Der Ball kommt rein. Da kann er jetzt erstmal klären. So, jetzt. Ja. Da haben die Bayern Platz. Flanke kommt in die Mitte. Müller mit dem Kopfball mal wieder. Das ist eine seiner ganz großen Stärken. Hat die Übersicht und hat diese technische Brillanz. Was mir aber letzter Zeit auffällt, ist, immer bei diesen Tors. Ab und zu wackelt da die Kamera im Spiel. Das sehe ich aber nur auf meinem Bildschirm. Aber auf der Aufnahme sieht man das, glaube ich, gar nicht so richtig. Oh, mei. 1-0 Führung nach 10 Minuten Spielzeit, glaube ich. Sehen wir gleich. Ah.
Ja, genau, in der 10. Minute. Da habe ich gerade richtig gelesen. 25 Tore in 5 Partien. Müller macht ordentlich was. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ja, macht's auch, weil Bochum ist eigentlich nicht schlecht. So wie Barcelona gestern. Barcelona hatte eine richtig geile Abwehr. Da setzt er sich gut durch. Die Chance hier. Und noch ein. Aber bis jetzt, Bochum ist gut im Angreifen. Verteidigung muss, das sehe ich, das muss ich noch zeigen. Sie treffen direkt nochmal. Und jetzt müssen Sie hier aufpassen, dass Ihnen das Spiel nicht komplett entgleitet. Für den Moment sind Sie jedenfalls geschockt. Ah. Zwölfte. Minute, 13. Minute. 2-0 steht's hier. Sie machen einen guten Eindruck. So, da habe ich den Ball schon wieder. 17 Tore in 5 Partien. Da hat der Müller ein paar mehr gemacht. Die Bayern im Vorwärtsgang. Oh, viel Platz jetzt. Immer noch gefährlich. Ja. Thomas Müller. Ich glaube, ich bringe irgendwie gerade die Zahl für Müller hoch. Ja, doch, man sieht es doch in der Aufnahme, wenn die Kamera wackelt im Game. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und hier sehen wir. Ich hätte sogar mit meinem eigenen Charakter schießen können. Und Wolf am Ende hat auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ja, lass ihn doch. Müller hat halt die Ruhe, wenn da niemand drankommt an den Ball. Er kann zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Ja, jetzt ziemlich klare Angelegenheit jetzt. 21 Tore in 5 Partien. Ah, ich habe 25 die Nummer von Müller gesehen. Thomas Müller. Klasse Technik. Ja. Ja, da muss ich echt aufpassen. Und Zweikampf. Weg. Passen. Der Ballverlust. Und jetzt Müller. Müller ist schon wieder als einziger frei. Oh. Riesenparade. Verhindert hier das Gegentor. Ja. Was für ein Reflex. Da habe ich jetzt nur ganz. Ja, das war ganz knapp, du. Puh. Der Torwart ist gerade wieder dabei. Ja, geht es auch ein bisschen schneller mit der Ecke richten. Danke. Sané schießt. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. So, Ecke kommt. Oh. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ja. Ja, ja. Kein Grund zur Aufregung. Hat nicht da war nicht richtig auf. Hätte dann richtig getroffen, wäre es tatsächlich nochmal ein Tor gewesen, glaube ich. Mal gucken, was als nächstes kommt. Wieder ein UEFA-Spiel oder ob die Bundesliga weitergeht. Die letzten zwei Spiele, wenn ich mich nicht täusche, waren ja UEFA. Das sieht vielversprechend aus. Sie kommen nicht durch. Kommen sie auch nicht. Und die Chance ist vorbei. Ja, das war ein dummer Pass. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Danke, Kommentator. Guter Pass jetzt. Ah, das ist dann Abseits. Abseits, echt? War ich schon wieder im Abseits? Aber da lassen Sie sich zu lange Zeit mit diesem Steilpass. Den musst du sofort spielen. Dann kann was entstehen. So nicht. Ah, ja, ich wusste ja nicht, wo er hinschießt mit dem Steilpass. Eigentlich wollte ich auf jeden Fall in die Mitte schießen. Bei den Bayern sehen wir im bisherigen Spielverlauf eine Erstklasse. Moment, jetzt könnte es gleich klappen. Ja, kracht's auch. Ja. So, ich glaube, mit diesem Tor ist der Deckel drauf auf dieser Partie, oder? Ja, es sei denn, Wolf, wir erleben noch ein Wunder. Boah, die Kommentatoren sind ja echt gut drauf. Es sei denn, wir erleben noch ein Wunder. Die sagen ja jetzt schon, das wird nichts mehr. Das schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor.
Ja. Ja, warum bin ich noch so müde? Ich bin doch schon seit 2 Stunden, 3 Stunden wach. Klare Sache hier. Das Dreieinhalb. 4-0 ist schon deutlich. Alter, Sehr gut aufgepasst. wenn ich das ganze Team steuere, dann machen sie eigentlich nichts. Wenn ich aber nur mich selber steuere, Alter, wo schießt denn du hin? Gnabry mit dem Ballverlust. Wenn ich nur mich selber steuere, dann macht das Team auch was selber. Greift die Leute Verlieren Sie an. den Ball. Das macht er gut. Da macht er ihn rein. Dann greifen sie an, holen sich selber den Ball zurück, schießen selber Tore. Wenn ich aber alle steuere, dann machen sie ja nichts alleine. Außer vielleicht zum Tor hinterrennen. Ja, was soll man halt machen? Sie legen noch mal einen drauf. Ganz starker Auftritt von Ihnen. Sie lassen einfach nicht nach. Werde ich gleich was trinken müssen, wenn es so weitergeht mit dem Gähnen. Und ich Ja, meine er kein kann Alkohol. wirklich hochzufrieden sein, hat seine Das wäre eher Mannschaft richtig kontraproduktiv. gut eingestellt. Vorsichtig formuliert, zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Die Anzeigetafel spricht Vorsichtig Bände. gesagt, würde ich dir Kann er sogar den Ball zustimmen. behaupten? Starker Zweikampf. So. Müller. Ah, Müller hat den Ball Sehr gutes verloren. Tackling, das war wichtig. Alter, danke. Schieß den Ball doch. Thomas Müller. Joshua Kimmich hat den Ball. Der Angriff ist beendet. Er geht energisch dazwischen. Hereingabe in die Mitte. Was Ja, kommt nicht an? worin, ja, wo, wo, ja. Da Das können war Sie den eigentlich eine Ball jetzt Flanke mal für den rausbringen. Kopfball. Gut gemacht, der Alter, hat den Ball wo erobert. schießen die denn hin? Jetzt sind sie in der Verteidigung irgendwie richtig Er gut setzt sich dabei. durch und jetzt könnte es was Ja. werden. Er macht tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn! Ja, jetzt sind die Kommentatoren sogar überrascht, wenn ich 3 Tore schieße. Die Anfangsspiele, das waren ja, glaube ich, das Einladungsturnier. Da habe ich ja Tore geschossen mit meinem Und Charakter das wie ist sonst Tor noch Nummer was. 3. Eine wirklich überragende Leistung heute von Ihnen. Ja, jetzt sind sie auch auf mich fokussiert. Gut, ich darf ja auch Tore schießen. Ich bin ja auch Mittelfeldstürmer, wenn ich mich nicht täusche. Als 6-0. Aufstellung. Aber Einbahnstraße, mit der Aufstellung Fußball ist kenne ich es mich leider heute. nicht aus. Ich spiele ja nur gelegentlich FIFA. Wo auch immer der Ball gerade Ballverlust. hingeht. Ja, mit 6 Toren können wir eigentlich das Spiel beenden, würde ich sagen. Ich habe schon eine 10er-Leistung. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Warum eigentlich so viel? Wo schießt du hin? In der Mitte ist Ballverlust wunderschön. durch Serge Gnabry. Der Ball Da ist ist ja auch weg. nicht zum richtigen Gibt's jetzt Wechseln. einen Gegenangriff? Ja, gibt's. Jetzt ist er durch. Chance lebt noch. Nee, nicht mehr. Nachspielzeit. Und zur Pause ist das Ding Ich hier mute mal mich kurz, ich sowas trinke von was. durch. Bin Es gleich wieder da. steht 6-0. Da haben die Bayern Platz. Bin wieder da. Boah. Aber man kann sagen, das war eine erste gute Halbzeit. Da setzt er sich gut durch. Die Chance hier. Und noch eins. Das ist der Ja. Doppelschlag.
Das war ja Minute 10 das erste von Müller, Minute 13 von mir und Minute 16 wieder von Müller. Also diese Tor-Highlights oder allgemeine Highlights des Spiels sind meistens sogar Tore. Meistens, sag ich ja. Da wurde jetzt das Highlights. Das war ein gute Abwehr vom Torwart. Moment, jetzt könnte es gleich krachen. Ja, jetzt macht's auch Krach. So, ich glaube, mit diesem Tor ist der Deckel drauf auf dieser Partie, oder? Ja, es sei denn, das war ja Tor Nummer 4. Oder war das 3? Das macht er gut. Egal, auf jeden Fall sind wir jetzt nochmal 2 Tore drauf. Da macht er ihn rein. Das werden wir ja gleich sehen. Wenn das davor gerade Nummer 4 war mit dem Deckel drauf, müsste es jetzt 5 sein und vielleicht sind wir noch Nummer 6. Ja, das ist Nummer 6. Tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn! 6-0, erste Halbzeit gegen Bochum. Das ist schon nicht schlecht. Weiter. Aber ich glaube, in diesem Part packen wir jetzt nicht mehr die zweite Hälfte. Das ist jetzt eher gerade nichts. Aber ich würde sagen, wir beenden hier. Schauen vielleicht noch. Ne, man kann nichts anschauen. Zum Endergebnis. Spiel neu starten. Nee, danke. Ich würde sagen, wir beenden hier. Wir versuchen in der nächsten Folge, also in der nächsten Halbzeit, die Erfolgsquote von mindestens 70% zu holen. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Ciao. Bis zur nächsten Folge. Euer Gladius.